Und weiter geht's mit Fallout Hello Deacon. Ich habe gestern die Aufnahmesession beendet und mache jetzt einfach direkt weiter. Ich habe jetzt nämlich echt ein bisschen Zeit gerade, das ist schön. Ich habe mich richtig reingehängt. Fusionszellen-Nest. Mit Expertenterminal. Mhm. Ah, wisst ihr, was mir einfällt? Ich habe mir auch, also bei diesen Tipps, diese Bautipps, von denen ich euch letztens erzählt habe, da hieß es auch, dass man die Pistolen und sowas sammeln soll, also wenn man angegriffen wird in seinen... Oh. Ja. Oh. In seinen Siedlungen. Und dann hat man eben... Ja. Die Sachen, die... Laber nicht, ich kann da nicht dran. Dann hat man diese Pistolen, die man dann verwerten kann. Also der eine, der diesen Trick eben... was heißt Trick? Diesen Tipp gegeben hat. Der hat gemeint, er hat immer alle Pistolen gesammelt in der Werkstatt. Und hat sie dann irgendwann rausgeholt und einfach alle verwertet. So geht's halt schneller. Und ja, Receiving. Das ist schon eine ziemlich krasse Geschichte. Das könnte... Adventure. Ach, scheiße. Das ist, glaube ich... Ich glaube, ich... fuck. Irgendwas mit A möglicherweise. Also, Sam. Ah! Sam, Meldet 3 nicht identifiziert unter Wasser weg der Küste von Kalifornien. Bitte fehlen... Unser Fall ist in größer Höhe. Wahrscheinlich... Treffer, bestätige Treffer. Oh shit, das war da rund um die Datenbank beschädigt. Alles klar, um die Angriffe wahrscheinlich. So, warum habe ich das jetzt bitte schön geöffnet, wenn ich... Ja, super. Für die krebeligen Nachrichten, okay. Overmatch. Mhm. Das könnte sein. Geschafft. Oh, nice! Optische Stolperdrahtsteuerung. Ah, wartet mal. Lass mal kurz aktiviert, ganz kurz. Ich nehme an, dass das direkt... Hoppala. Dass es direkt hier hinten dran ist. Die kann man verwenden, diese Starboard Rids. Ja. Da haben wir nämlich immer diesen Kristall und diese Optik und so ein Scheiß. Das ist. Oh fuck. Seltsam. Komisch, oder? Dass ich. Ach, ich werde fast die verkackte Rüstung vergessen. Naja, was ich eigentlich testen wollte, kann ich jetzt diese Stolperdraht-Dinger wieder aktivieren? Nee, oder? Habe ich die jetzt komplett zerstört? Ich weiß es nicht. Ich gehe in das Ding rein und... Wir machen direkt weiter, Leute. Wir machen direkt weiter. Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich bin echt froh, dass ich jetzt so weit gekommen bin mit dem... Mit dem Projekt da. Ah, was bringt eigentlich mein Klopperzahn? Oh! Oh mein Gott, Leute. Wir schlagen uns hier durch das Institut durch einfach. Wo? Oh. Hallo? Bam! Ja, was mich nur einfach immer wieder abfuckt, ich denke, das kennt einfach jeder, keine Ahnung, Schaffender. Wenn man Visionen hat oder Ideen, Pläne für diverse Dinge und sie einfach nicht umsetzen kann, weil man... Also, schlimm ist es, wenn es einfach nur an der Hard- oder Software hängt, also wenn einem einfach was fehlt. Ne? Also man hätte gerne was, womit man jetzt, was man in den Film einbauen will oder man will einen Effekt erreichen und so weiter und man kann es nicht umsetzen, weil man... Weil die technischen Mittel fehlen. Das ist echt, das ist Kotigste. Und da habe ich so diverse Dinge, vor denen ich stehe. Einfach das Programm fehlt, zum Beispiel. Um ordentlich zu animieren, um gescheite Effekte zu machen und so weiter. Das ist einfach. Oh, Kate. Wenn ich irgendwo einbreche, gefällt dir das grundsätzlich, Kate? Wir passen vielleicht doch ganz gut zusammen. Wir sind drin. Der Hintereingang ist sicherer. Aber rechnet mit Generation 1 und 2. Also höchste Zeit, ich bekomme das ja schon längst drin, warum wir hier sind. Mhm. Wir holen uns einen Prototypen, der vom guten Dr. Carrington entwickelt wurde. Okay. Ja, gut. Was kannst du mir über Generation 1 und 2 erzählen? Anfangs waren die Synths keine perfekten Kopien von Menschen. Das Institut musste sich zu einer solchen Anmaßung erst hocharbeiten. Mhm. Generation 1 und 2 waren Zwischenstationen. Die Railroad hat noch keinen gemeinsamen Standpunkt, was sie betrifft. Ha, okay. Wo gibt es da Meinungsverschiedenheiten? Alle wollen Generation 3 befreien, die menschenähnlichen Synths. Einige der Synths bei der Railroad, darunter auch Glory, meinen, wir sollten auch früheren Modellen helfen. Aber Generation 1 ist mehr oder weniger so etwas wie ein Protektron. Da wird es schwierig. Kämpfen wir für KI-Rechte, Terminals, Geschütztürme,
Sobald das auch nur erwähnt wird, geht die Bude hoch und der alte Streit entfacht erneut. Fazit: Glory und ein paar der anderen gehen nicht auf Missionen wie diese. Gut, Wer ist Dr. Carrington? Wenn alles gut läuft, lernst du ihn auch früh genug kennen. Alles klar. Das ist dann suchen wir uns mal einen Prototypen. Gemeinsam mit dir? Könnte. Na, es könnte klappen. Gut. Da hinten haben wir alles erledigt. Ja, das ist. Das zerreißt einen manchmal. Das zerreißt einen manchmal echt richtig, wenn man was im Kopf hat. Und vor allem sogar, also ich habe in meiner Vergangenheit halt schon diverse Dinge gemacht und Zugang gehabt auch zu Programmen und hin und her. Als wir noch recht jung waren, haben wir mal so einen Star Wars Film gemacht, den wir leider nur auf verschissenes MyVideo hochgeladen haben. Den gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. MyVideo wurde irgendwann komplett umgestellt. Und da habe ich hier Lichtschwerter animiert und die Schüsse animiert und so weiter. Und ich glaube, das war Premiere. Geht das mit Premiere? After Effects war es. Das war mit After Effects gemacht. Ja, moin, Leute! How is this even possible? Ich bin halt ein flotter Max, mein Freund. Ein flotter Max bin ich. So. Was ist der Anführer? Pff, wie ich hier gebumst habe, Alter, aus. Nur mit meinem kleinen Knüppelchen hier. Ja, ich habe diverse Sachen schon gemacht und weiß halt auch schon, wie es geht. Also, oder, na, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so einfach von der Hand geht wie damals. Aber nach einer kurzen Einarbeitungszeit sollte das eigentlich kein Problem sein. Und es geht halt einfach nicht, wenn man das nicht hat. Und das haben wir schon, ne? So einen schönen kleinen Anzug, ja. Weil man die Möglichkeit nicht hat, da ranzukommen. So, die Dinger kosten scheiß viel, Cracken und sowas. Ihr wisst Bescheid, sowas macht man natürlich nicht. Also vor allem, wenn man eben Projekte macht, die möglicherweise auch. Oh. Hä? Wie habe ich denn das jetzt bekommen? Wie? What the fuck? Ich meine, cool, aber wie? Ich bin über den Stuhl gesprungen. Kriege ich noch eine? Merkwürdig. Vor allem, wenn man diverse Projekte am Start hat, die halt einfach. Also irgendwann ist man real. Und dann, da crackt. Ich habe natürlich noch nie. Aber ihr wisst, wovon ich spreche. Ja, das ist einfach scheiße. Ich muss gucken. Also, Zugang. Going. Ich kann echt mal schauen, zu was ich alles Zugang habe über mein Studium. Was ich mir da alles. Kurze Konzentrationsphase. Going. Ich hasse mich. Dinger nie verstanden. Kate! Ja, natürlich verstehst du die Sachen nicht, weil du guck dich doch mal an, Kate. Du hast ja keine Brille auf. Gut, die hab ich gesagt, das habe ich. Also ich denke. Ach fuck, ich hab keine Ahnung. Ah! Das war das Dümmste, was ich hätte wählen können. Okay. Scheiße. Es ist einfach zu viel. Es ist zu viel. Ah! Das heißt, es hat letztens jemand gefragt, wie das eigentlich hier richtig geht. Also es ist so, man muss, wie beim Mastermind, den richtigen Code finden. Ich mache jetzt zum Beispiel Break. Cool. Okay, das ist jetzt echt ein saudummes Beispiel gewesen. Ich zeige es einem anderen Dingens. Also ich muss zugeben, früher bei Fallout 3, glaube ich, da habe ich mich einfach durchgeklickt. Also da habe ich mich, also ich wusste, dass ich das passende Wort suchen musste, aber ich habe nie ganz, ich weiß nicht, ob ich es nicht verstanden habe oder ob ich es einfach nicht verstehen wollte. Ich habe halt einfach mich durchgeklickt und war immer froh, wenn ich es dann hatte. Es geht ja auch auf gut Glück recht gut. Aber man muss, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel Mastermind kennt. Wow. Da hilft bei der Verteidigung, da kann ich jetzt aber echt nicht helfen. Da muss man auch einen gewissen Code finden und man. Einer weiß den Code und der andere muss ihn herausfinden. Und man, das geht mit so Perlchen unter anderem, also so kenne ich's. Und dann muss der andere sagen, was richtig ist. Und manchmal sind die Sachen an der richtigen Stelle oder einfach nur da. Also zum Beispiel der Buchstabe A ist auch im Passwort enthalten, aber vielleicht noch nicht an der Stelle, wo er ist. Und so weiter und so fort. Und das ist ein ganz toller Typ hier. Der Aufzug ist am Ende des Ganges. Ja. Sollte kein Problem sein, ihn anzuwerfen und von hier zu verschwinden, nachdem der Weg frei ist. Dabei liegt warum? Ah, der Whispers, ja. Munition, Kronkorken. Was du auch findest, wir teilen. Wir teilen? Letztens labert sie noch von, ich schulde dir was, ich überleg mir was und dann kannst du meine VJJ futtern. Und jetzt kommt sie mit so einer Sache hier. Ich halt. Sind hier noch Moins? Are these Moins? Hallo?
Ich bin nicht da. Ich habe sie geordnet. Ich bin so ein riesiger Bock in so einer Blechbüchse. Und ich versuche mich zu verstecken vor denen. Ich bin nicht da. Ist da jemand? Nee, hier kommt nur Hulk angelaufen. So. Das ist schon das Stromtor. Ah, jo, natürlich. So. Scheiße, habe ich das jetzt ausgemacht oder? Turmsteuerung. Kann ich die anmachen? Deaktivieren. Na, saublöd. Naja. Endstation. Wirf einfach den Aufzug. Endstation, dude. Let us go. Let's go. Wenn man ein Stinkpack. Ah, nee, ich nehme jetzt kein Stinkpack. Ich speichere einfach mal. Ja, wo bin ich jetzt stehen geblieben? Keine Ahnung. So ist es halt. Das ist der aktuelle Stand gerade. Und das ist einfach so ein blödes Hin und Her, wenn man sich denkt, ja gut, ich könnte das so und so machen, aber ich kann es nicht. Es geht nicht. Und dann denke ich mir, vielleicht kann ich diesen und jeden Effekt einfach ausgleichen, indem ich was anderes mache, also was Ähnliches, was da rankommt. Und das geht auch ganz gut, aber es ist einfach nicht das, was man haben möchte. Oder man ersetzt es halt komplett. Ich habe vorhin sogar kurz überlegt, ob ich irgendwie mit Garry's Mod ein bisschen rumhantiere und das einfach so halb-halb mache. Ja. Aber das ist auch blöd. Ich hab einen Plan. Und ich verwerfe meine Pläne ständig, obwohl ich an Plan 1, 2, 3 und so weiter ewig lange dran sitze und darauf hinarbeite, immer weiter. Und dann denke ich mir wiederum, ah nee, es könnte doch besser gehen. Und schmeiß einfach alles über den Haufen. Richtig behämmert. So sollte man nicht arbeiten. So kommt man ja auch nie irgendwie rum, wenn man andauernd neu anfängt praktisch, beziehungsweise riesige Teile entfernt. Ja, worauf wollte ich hinaus? What the fuck? Leute, wo kommt denn hier? Wo ist denn jetzt die Frau? Okay, warte kurz. There is a Spider-Mine, I need a Spider-Mine, dude. Bitte habt nicht so die Ult. Lasst euch einfach überraschen. Ich lade das Ding ja dann auch, nachdem ich es abgegeben habe und so weiter, lade ich es ja auch hoch auf die YouTube. Und dann seht ihr ja, was so passiert. Bevor wir jetzt. Bauen die. Warum sollen wir die hier diese Farm bauen, die Roboterwerkbank? Das habe ich nicht ganz. Das habe ich im letzten schon gefragt, warum das dort angezeigt wird. Ich hab voll Hunger. Ach! Da unten ist die Church. Na komm. Gehen wir da direkt hin, geben das ab. Ich hab kurz überlegt, ob wir oben nach Sanctuary gehen und kurz den Scheiß abliefern. Oder halt nach Tentacle Island, aber lieber nett. Jetzt haben wir ja schon die Rüstung. Oh, die legen wir dann später ab. Ja. Achso, ja, mir ist vorhin noch so ein Geisteswitz gekommen, wo ich dachte, ich glaube, das muss ich versuchen. Und dazu brauche ich gewisse Hardware, die bei mir schon ewig und 3 Tage rumliegt und schon eingestaubt ist. Und ich will das wirklich nicht spoilern, damit ihr halt auch... Ich glaube, manchmal ist es auch cool, wenn man gar nicht weiß, wie es passiert ist oder was man da jetzt genau gemacht hat. Aber es ist eine Sache, die auch mit der Zeit kaputt gehen kann. Also möglicherweise. Und ich habe so Schiss gehabt, dass das kaputt ist. Es geht da, komm, ich gebe euch einen winzigen Tipp, es geht da so ein bisschen um Luftdruck und ihr wisst, wie es ist. Wenn solche Behälter und Sachen eben kaputt sind, dann ist man echt gefickt. Aber es geht noch. Ich bin ultra froh und auch zufrieden. Ich hoffe, dass ich die Aufnahmen hinbekomme. Falls nicht, dann wird es gar nicht eingebaut. Und ja. Ja, aber oh, dann auch, da, was haben wir da alles wieder zusammenhängt, wo ich dachte, oh, dann ist so eine Kamera, so eine, nicht so eine Ultra-Slow-Motion-Kamera, aber eine, die einfach mit also 120 FPS aufnimmt, das wäre schon mal recht schnuckelig, auch für diverse andere Sachen wiederum und nach hin und her an Kartoffelsalat. Ich glaube, ich werde mir über mein gesamtes Leben ultra viel Kram beschaffen und bin dann so als alter Mann, so ganz zerbrochen, zerbrechlich meine ich, nicht zerbrochen, und bin dann als alter Mann ready und habe einfach alles. Dann werde ich so ein Verleiher, wie so eine Art Filmsachenverleih. Das wird krasser, ich werde total berühmt. Ich weiß nicht, wie ich mich da nenne, aber ich bin auf jeden Fall der alte Sack, der alles hat. Moment mal, hallo? Ich habe den ganzen Tag Zeit. Ja, was ist denn gut? Gute Arbeit. Wir waren ein gutes Team. Das Beste. Guck mal, die Alte hat da zu. Und der Neue hat mich zusammengepflegt, mich über seine Schulter geworfen und sich den Weg durch den Rest des Gebäudes freigekämpft. Die ganze Zeit über mit dir auf den Schultern? Unglaublich, nicht wahr? So kann man. Ich war total krass. Ich habe auch viel, ich hab vier erzählt, Frauen geschwängert. Dass du im Alleingang Carringtons Prototypen gesichert, ein Minenfeld entschärft und 100 Gen 1 Synths erledigt hast. 100? Das auch mal ansatzweise war. Das waren vielleicht die erste Welle, die ersten 100. Fuck, warte kurz. Komm, wir belügen einfach. Wir können ja nicht mitlügen, aber es bringt Erfahrung. Jedes einzelne Wort davon. Das war noch untertrieben. Ganze 100 Stück. Hopcakes. Das kann ich mir nicht mal vorstellen. Siehst du?
Siehste! Ich bin davon ausgegangen, dass Deacon ein ganzes Team inklusive Glory braucht, um diesen Prototyp zu sichern. Ha! Stattdessen habt ihr zu zweit das gesamte Switchboard gesäubert. Ja, es wäre Wahnsinn, ihn nicht aufzunehmen, Des. Du hast Deacon ganz schön beeindruckt. Er hat noch nie in so hohen Tönen von jemandem gespannt. Was ist mit Deacon los? Stimme ich irgendwie? Wahrheit hin oder her. Willkommen bei der Railroad, Agent. Will der vielleicht meinen Ass haben? Kann das sein? Ach nö, ich trete nicht bei ihn. Bring euch lieber um. Freut mich, an Bord zu sein. Offenbar haben wir großes Glück, dich auf unserer Seite zu wissen. Du bist also dabei. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie wir dich nennen sollen. Geheimnisse halten uns am Leben. Dazu gehören auch Codenamen. Wie lautet deiner? Ah ja, Franz Duckenmeier? Professor. Ausputzer. Mehr Optionen. Hast du Vorschläge? Nein, so funktioniert... Okay, Silberzunge, Whisper, Pulsa! Ich bin Silberzunge. Nennt mich... Silberzunge. Silberzunge. Wie passend. Wie passend. Dein erster offizieller Auftrag ist es, Dr. Carrington seinen Prototypen zukommen zu lassen und ihm deine Hilfe anzubieten. Aber zuerst möchte ich dir den Rest der Bande vorstellen. Stell mir doch mal den Rest der Bande vor, Destapone. Show me the rest of the bin. Sei also vorsichtig, Alter, wenn was passiert hier? Man weiß nie, wann man beobachtet. Destemona, das sind irgendwelche Flecken, ne? Voll eklig bei euch. Ich weiß auch nicht, wer hat da Hige? Gis, wäre das ein Mutant oder was? Die Railroad, ja, ja, Silberzunge und so weiter. Ich verstehe schon. Ah! Ja, so sieht es nämlich aus. Das ist jetzt gerade mal. Hallo, hallo, hallo. So, hier ist es. Hat zwar nicht den Komfort des Switchboard, aber es ist sicher. Komfort des. Des Schwitzboards? Hier ist. Läuft alles ein wenig chaotisch. Also gibt es eine Menge für dich zu tun. Okay. But what can I do for you, Desdemonio? Can I show you my silver tang? What are you doing? Da kommt ein Roboter angelaufen, Leute. Der ist bestimmt total krass. Hört mal alle her. Das hier ist Silberzunge. Hoi. Er war mit Deacon zusammen auf dem Switchboard-Einsatz. Chimoin. Er ist mit sofortiger Wirkung ein vollwertiger Agent. Ich verlasse mich darauf, dass ihr alle ihm zeigt, wie die Dinge laufen. Ja. Lasst ihn bei uns an Bord herzlich willkommen. Das war alles. Der Weg, den du gewählt hast, ist kein leichter. Aber du gehst ihn niemals allein. Doch. Erzähl doch mal, Desdemona. Mit aufgeteilten Missionen zu arbeiten, ist schwer für neue Agenten. Gibt es was Neues wegen Vogelscheuche? Wow. Mit aufgeteilten... Basten. Na und? Bei Nacht. Geben wir zuallererst mal den Ding ab. Den komischen Apparator. Hallo, Dr. Carrington. Kehren Sie sich um mich, bitte. Hey, Dakte, ist das mein Bett hier für meine fette Power-Rüstung? Alter, ich bin total groß für den. Das soll doch wohl ein Witz sein. Das ist doch unser neuester Agent. Warte mal kurz. Schön, dass du dabei bist. Jetzt kriegen wir nicht riskieren. Er ist raus, für immer. Du. Mit dir rede ich doch was? Nicht mehr. Was? Was? Wer hat was gemacht? Tiffany! Steph! Ist an was dran. Ich hoffe nur, es läuft besser als beim letzten Mal. Stephanie, warum? Okay. So, Doc, ich komme. Ich komme ja schon, hallo. Nein! Simone hat gesagt, dass ich dir das hier geben soll. Scheiße. Bitteschön. Oh, steh auf! 30 Jahre später, Kate. Kate, komm. Wir machen noch irgendwas, bis der fertig ist, der Grasdackel da. So, jetzt aber. Simone hat gesagt, dass ich dir das hier geben soll. Das zu finden war eine herausragende Tat, aber darum geht's gar nicht. Aha. Du hast keinerlei Ausbildung und wir kennen dich kaum, aber trotzdem nimmt Des dich bei uns auf. Wäre schön gewesen, wenn sie das mit ihrem Stellvertreter besprochen hätte. Aber passiert ist passiert. Doc, ich habe 800 Sins gekillt. Wenn du schon mal hier bist, kannst du auch etwas für uns tun. Mit meinen Klöten. Hier, um zu helfen. Sag mir, was du brauchst, Doc. Einer unserer Feldagenten, der alte Stockton, braucht Hilfe bei einem entlaufenen Synth, H222. Also löscht das Hauptquartier wie üblich die Feuer, die anderen zu viel Arbeit machen. Der paranoide alte Kauz verrät uns nicht mal das Problem. Er besteht darauf, dass wir uns die Info aus einem toten Briefkasten holen. Klingt nach einer wichtigen Mission. Wichtig genug, um dich dafür zu bezahlen, meinst du nicht? Ist es auch. Nach dem Switchboard haben wir so wenig Personal, dass ich dich zwangsläufig ins tiefe Wasser werfen muss. Der tote Briefkasten ist ein Briefkasten mit einem Bahnsignal. Wir verwenden diese Art der Kommunikation häufig. Also halt die Augen offen. Wenn du Stockton triffst, verrät er dir nicht mal die Uhrzeit, bevor du ihm nicht das korrekte Gegenzeichen gegeben hast. Das aktuelle Zeichen ist, hast du einen Geigerzähler? Das Gegenzeichen dazu lautet, meiner ist in der Werkstatt. Kenn ich schon. Zumindest das. Ja, 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 ja.
freundlich stimmen. Vertrau mir bei der Sache. Ich bekomme das schon hin. Vermassle es aber bitte nicht zu sehr. Wenn was schief geht, bin es immer ich, der es gerade wie er ausrastet. Stockton ist ein wichtiger Geschäftsmann in Bunker Hill. Der tote Briefkasten ist dort irgendwo. Über den Fluchttunnel hinten raus bist du schneller. Also das finde ich jetzt aber doch höchst empörend, dass das nicht geklappt hat hier gerade den Überredungs... okay. Mademoiselle. Analysiere. Hallo, Pam. You got... Pam. Bearbeite. Agent. Silberzunge. Hallo. Ihr Eintreffen war nicht vorgesehen. Doch. Eine seltsame Art, Hallo zu sagen. Verarbeitung verbaler Eingaben vorübergehend nicht möglich. Okay. Vorbereitende Anpassungen an statistische Modelle abgeschlossen. Beginne mit der Vorstellung. Okay. Ich war, bin und werde wahrscheinlich sein. Pam. Prädiktive Analysemaschine. schön dich kennenzulernen. Schön dich kennenzulernen, Pam. Vorstellungstoken erkannt. Schön, auch Sie kennenzulernen. Unbekannte Person. Ich liefere Näherungen erster Ordnung des Verhaltens aller Einwohner der als Commonwealth bezeichneten Region. Formuliere neu. Ich sage die Zukunft voraus. Ach gut, was? Das ist erstaunlich. Vorsicht. Biologische Lebensformen verhalten sich unregelmäßig, unberechenbar. Alle Ausgaben weisen eine extrem hohe Fehlerquote auf. Ach gut. Auch wenn du manchmal falsch liegst. Ist das unglaublich? Ich wiederhole. Vorsicht. Ist in Ordnung. Operation abgeschlossen. Sie sind eine abtrünnige Variable. Keine aktuellen oder vorherigen Modelle sagen Ihre Anwesenheit oder Existenz voraus. Frage: Was ist Ihr Ursprungsort? Ich komme aus so einem Vault-Ding. Ich komme aus Vault 111, falls du das meinst. Greife auf Daten zu. Vault 111. Cryo-Vault. Angeblich zerstört. Konversation bis zum Aufbau einer neuen Wahrscheinlichkeitsmatrix beendet. Umformulierung. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Prrrm. Was haben wir hier? Ah, Pam. Pam. Kommen wir, gucken mal in dich rein. Zugriff auf Aufzeichnung. Oh, wir dürfen da noch nicht rein. Okay. Ins andere. Ach komm. Pam, ich kann ja nicht an den Rechner. Kannst du mal kurz für mich freimachen, bitte? Oder ich schlag dich. Die Pam sammelt einfach Brahmin-Schäden. She's fucking crikey, dude. So, Leute, wo seid ihr? Du. Hallo. Poor Glory. Nur irgendjemand, der labert. Ist doch Müll, bist du behindert? Was, ich würd's essen, hat die gerade eben, ich würd's essen gesagt, ist die da. Was für ein Müll, Mann, lass die Scheiße doch liegen. Hahaha, das gehört irgendwie alles schon mir. Tschüss. Metallkiste, in der nichts drin ist. Steht Trommler. Dahin, steht unter Kontrolle des Widerstands. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du hier? Erzähl mal. Can I longfinger you? Hey, Trommler. Hey, Neuling. Mein Name ist Trommler. Hoi. Mein toller Job ist es, den Überblick über alle toten Briefkästen zu behalten und eintreffenden Agenten zu sagen, wo sie gebraucht werden. Du willst wahrscheinlich nicht tauschen, oder? Wo werde ich denn gebraucht? Das kann ein wichtiger Job sein. Na klar. Ich könnte durch eine dumme Tafel ersetzt werden. Wir sehen uns noch. Und zwar häufig. Jetzt sei doch nicht direkt so angepisst. Ich sag nicht zu. Was für eine Tafel? Die kann ja nicht sprechen. Wer bist du? Entschuldigung. Ach, Deacon. Bleib liegen, du fette Schwabbelbacke. Was ist das? Tüftler Tom. Das ist wahrscheinlich sein Arbeitsplatz. So. Guck dir, wie er rumtiftelt. Oh, das ist ein Banger. Das ist so ein Bange. Bist du aufgestanden langsam? Tüftler Tom, hallo? Laut Sensorabtastung bist du sauber. Mhm. Hurra, wir sind insektenfrei. Ja. Da bin ich erleichtert. Hey, nicht so schnell. Okay, hast du da draußen was gegessen? Falls ja, dann haben sie dich. Ich esse nichts. Nein, ich esse niemals was. Siehst du, das ist clever, Mann. Clever. Aber du musst vorsichtig sein. Das Institut hat diese winzigen Mikroroboter im Essen, Mann. Und die erstatten Bericht. Tom, das ist Unsinn. Du verstehst das einfach nicht, Carrington. Das Institut ist in deinem Blut. Eine schreckliche Vorstellung. Wenn es stimmt, ist das schrecklich. Hätten wir auch nur einen Beweis dafür, ja. Ziemlich schrecklich. Okay. Wenn du wirklich sicher sein willst, gebe ich dir eine Spritze. Desdemona sagt, die ist nicht nötig, aber die tötet die kleinen Roboter ab. In deinem Serum ist Batteriesäure. Kein Atombombenabwurf ohne Strahlung. Also, bereit für die Spritze? Nö. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Gut.
Dann sollen sie halt alles hören und sehen. Okay, okay. Hoffentlich gefällt es dir, dass dein ganzes Leben auf den Zentralen... Bla, 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 bla. Ich gebe mir immer eine Dose Strahlung, um die Blutroboter abzutöten. Verstehe, Mann. Ha! Clever. Lieber ein paar Haare verlieren, als das Institut gewinnen zu lassen. Ja, ganz genau, Mann. Ich baue hier die Sachen. Verschwinde und mach deinen Kram. Wenn du zurückkommst, kriegst du alles von mir. Mhm. Für die Hilfe wäre ich dankbar. Du und ich? Wir bilden ein Team. Und werfen diese Mistkerle hier raus. Also, ich hab so viele Ideen im Kopf. Jetzt wird gebaut. Ich bin mir sicher, dass du dich jetzt erstmal hinlegst und schläfst. Oder? Baust du jetzt was? Tom, baust du jetzt eigentlich was? Du Pisser. Railroad Agent? Hm, komischer Name. Ich hoffe, du ziehst diesen gepanzerten Behemoth auf verdeckten Missionen aus. Ja, natürlich. Ich hab nie meinen Behemoth an. Glory! What are you doing, Glara? Ach, die braucht wieder Jahrzehnte, bis sie aufsteht. Komm, Glory, ich nehme mal eine Scheiße mit, wenn du aufstehst. Ich habe ein ekliges Kleid mit. Guck mal, Glory, das kannst du direkt haben. Hier ist ein Sackkleid für dich. Schön. Die Welt ist gefährlich. Für jeden, der mir im Weg steht. Hey, du. Bist du der neue Krieger? Silberzunge, richtig? Ich sag klar. Ich persönlich. Schön, einen anderen Agenten zu treffen. Finde ich auch. Wer so verrückt ist, zu uns zu kommen, ist schon in Ordnung. Im Switchboard hat es also von bösen Jungs gewimmelt. Und von Minen. Stimmt das? Oder hat Deacon mich wieder verscheißert? Ich sag's dem Guten, es war total krass. Er ist kein Lügner. Sagst du etwa, ich lüge? Scheiße, nein. Ich sage, Deacon lügt. Wie habt ihr das alte Hauptquartier ausgeschaltet? Sagt nicht mit Deacons rein und raus wie ein Geist, Mist. Ich hab alle gefistet. Mit einer Menge Kugeln und einer Menge Blut. Zum Glück war das Blut nicht meins. So wird das gemacht. Blut, tja, Roboter. Willkommen zu unserer Party. Logisch. Nachdem, was mit Tommy Whispers passiert ist, brauchen wir einen neuen krassen Typen, der Sachen in die Hand nimmt. Mhm. Danke für die Einladung. Wir sollten, ich weiß nicht, einen Kuchen backen. Das macht man doch, oder? Man nennt mich Glory, den Engel des Todes. Das Paradebeispiel für einen befreiten Synth, mit dem man sich nicht anlegt. Ach, du bist ein Synth. Mhm. Gefällt mir. Warum auch nicht? Du hilfst meinen Leuten. Hier daher ein Ratschlag. Stell dich gut mit Tüfteltom. Der ist vollkommen verrückt, hat aber die besten Sachen. Guter Plan. Klingt nach einem guten Plan. Mein Reden. Pass gut auf dich auf. Und was haben die anderen vorhin getuschelt? Deacon ist vielleicht gar kein richtiger Mensch oder sowas? Wenn man Synths aus dem Commonwealth schleust, können Ödländer ein noch größeres Problem als das Institut sein. Warte, da waren irgendwo noch Sachen gelegen. Da hinten. Beim Tough the Tim. Erlang some sakes. Fusionskerne. Oh. Lass diesen Müll liegen. Das ist Platzverschwendung. Sonst brichst du dir mit dem Müll noch das Kreuz. Deacon, kannst du mal kurz eine Gusch halten? Deacon! Tja, dachtest du, ich finde deine Spielzeuge nicht, ne? Du Pisa. Okay, warte. Ich mach mal Training, Leute, gell? So, genug trainiert. Irgendwann muss man auch mal wieder in die Arbeit gehen. Sind wir überladen? Nee, oder? Aber wir sind doch jetzt nicht überladen. Ich bin überladen! Ha. What the fuck? Eben mal kurz. Was Deacon gesagt hat, erwarte ich Großes von dir. Ah, wisst ihr was? Ah, wir sind überladen und sind jetzt in diesem Modus, dass wir nur dann rennen können, wenn wir genug AP dafür haben. Das heißt, wir können jetzt vor uns hinschlappen, so ganz genüsslich. Bleiben stehen und laufen dann wieder und dann rennen wir und können aber ganz normal den Scheiß verbrauchen. Das ist schon mal nice. Und wir können uns teleportieren. Denkt dran, wir können jetzt hier raus und einfach zicke. Zacke, Hundekacke. Gut. Ach, kommt. Ich dachte, wir sind jetzt einfach außerhalb. Ja, klar, wir sind im Fluchttunnel. Hey, Snitch, komm mit. Wir sind in der Fluchttunnel, denkt dran. Hier kann es gefährlich werden, wenn du nicht aufpasst. Oh, Scheiße. Okay, Snitch, warte kurz. Peng, peng. Wir müssen auch einen Charlie drauf machen. Ist ja eklig, oder Charlie? Ah. Sag mal, wo sind wir hier denn jetzt? Was für ein Tunnel. Das ist echt nervy hier, ohne die AP. Ach komm, das ist richtig räudig. Kann man irgendwas futtern, um AP zu bekommen? Wahrscheinlich. Und gleich rennen wir los. Ha!
Komm, wo sind wir denn jetzt hier? Experte, na klar. Zum Glück bin ich ein Experte. Armadillo. Hm. Also jetzt haben wir hier null. Armadillo enthält nichts. Das heißt, wir haben kein Buchstabe ist richtig und somit auch keine Stelle, wo der Buchstabe steht. Das heißt, wenn wir ein Wort haben, das sich perfekt unterscheidet von Armadillo, dann passt es. Beziehungsweise die Buchstaben können schon richtig sein, aber sie stehen nicht an der richtigen Stelle. So, sometimes ist komplett anders. Boom. Und hat aber auch nichts. Alles klar. Wir können also davon ausgehen, dass es nicht mit A anfängt, dass es nicht mit S anfängt, dass es nicht mit S endet, dass es nicht mit O endet und so weiter und so fort. So, das hier könnte sein. 2. Fuck. Aber wir haben dann auch jetzt schon wieder zu viele verbraucht von diesen Versuchen. Und ja, Wastelord. So, da ist schon mal 1 richtig, das passt. Jetzt können wir hier gucken. Wastelord passt nichts. So, hier hätten wir dieses L, das passt. So, und höchstwahrscheinlich, wir haben jetzt jeweils einen richtigen Treffer, ein richtiges Ding. Und wir können davon ausgehen, dass es dieses L ist. Und jetzt gucken wir einfach, welches von hinten, das vierte, welches Wort das da auch noch ein L hat. Das hier? Es ist nur dieses eine, ne? Fuck, wo war's? Das hier. Leck mich im Arsch. Wen denn? Habe ich es falsch erklärt? Habe ich falsch geguckt? Scheiße, das reicht auf jeden Fall nicht mehr. Warte mal wieder raus. Und wieder rein. Ja, also so ungefähr funktioniert das. Wahrscheinlich habe ich mir jetzt einfach nur verzählt. Verzählt oder verguckt. Und so findet man eben die richtigen Teile raus. Vielleicht hat auch noch ein anderer Buchstabe genau gepasst und das habe ich nicht gesehen. Das kann sein. Und so funktioniert das halt dann, weil eben gefragt wurde. Wie dem funktioniert. Jetzt sind wir eh voll, jetzt ist es auch scheißegal. Zack. Ah, das ist schon irgendwie cool. Also, es ist nicht ganz cool, weil wir halt jetzt echt viel rumpimmeln müssen, aber es ist auch eine dumme Situation, wenn wir jetzt hier mittendrin im Gebäude sind. So machen wir das natürlich in Zukunft nicht, dass wir uns vollladen, während wir noch im Kern von einem Gebäude sind. Aber wenn man dann so aufs Ende zugeht, dann kann man sich doch mal die Tür aufschließen, weil die Tür zugeschlossen wird. Okay, North End. So. Und jetzt können wir uns gleich wegporten. Außer direkt vor unserer Nase würden Feinde stehen. Das wäre ein bisschen blöd. Aber das wird schon nicht passieren. Ach, die Mucke ist schon so nass. Ich würde sie so gerne echt laut spielen lassen einfach. Aber ich darf nicht. Sonst bin ich genudelt. Auf! Komm! Ach, voll laut. Läuft gerade Uranium Fever. Sehr cooler Track. Müsste mal direkt goggeln, ne? Na, super. Es lädt und lädt und lädt vor sich hin. Und dann noch nicht mal mit Bild oder so. Irgendeinem Text, den man sehen könnte. Nein, es ist einfach Schwarzbild. Unten mit dem kleinen grünen Pimmelchen da und das war's. Na? Na? Boah, das ist schon echt eine Frechheit, dass es so lange dauert. Sage mal! Los, Fallout, los! Ah, es geht doch, du musst nur trommeln. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, ciao!